Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lieber Pater Wolfgang, lieber Frater Tarzisius an der Orgel, liebe Studenten der Hochschule, die schon hier sind, liebe Schwestern und Brüder und alle, die jetzt mit uns verbunden sind und mitfeiern. Heute feiern wir zwei heilige Märtyrer der jungen Kirche des dritten Jahrhunderts. In der schrecklichen Verfolgung durch Kaiser Diokletian 304 haben Kosmas und Damian ihr Leben gegeben. 8 Jahre später wird Kaiser Konstantin vor Rom siegen im Zeichen des Kreuzes. Und 9 Jahre später wird er dem Christentum die Freiheit geben. Das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen. Als 1989 der eiserne Vorhang gefallen ist und die Diktatur des Staatskommunismus in so vielen Ländern des Ostens, die direkt an Österreich angrenzen, gefallen ist, da bin ich dann unmittelbar nachher Pfarrer geworden in Sulz im Wienerwald. Und einige von den Sulzern, obwohl ich schon 18 Jahre nicht mehr Pfarrer bin, kommen jetzt immer zur Montagsmesse, was mich besonders auch freut. Und da waren wir damals 1991 in Prag. Und in Prag war damals Kardinal Tomaschek. Er war hoch über 90. Die Kommunisten hatten Bischofsernennungen in Tschechien immer verhindert und er war noch im Amt. Dieser Kardinal Tomaschek hat ein Wort gesagt, das ich euch heute mitgeben möchte. Er hat gesagt, wer für die Kirche arbeitet, tut viel. Wer für die Kirche betet, tut mehr. Wer für die Kirche leidet, tut am meisten. Unser Herr Jesus Christus hat die Apostel ausgesandt. Er möchte, dass wir etwas tun, das Arbeiten für die Kirche, das sich engagieren, das sollte man nicht gleich als Aktivismus abtun.
Oft erlebe ich das auch dramatisch, wie dann immer gesagt wird, in der Kirche ist so viel Aktivismus. Wir Mönche, wir benediktinischen, zisterziensischen Mönche, wir haben zwei Prinzipien, ora et labora. Der heilige Benedikt will, dass wir nicht nur ora, nicht nur beten, sondern auch arbeiten. Arbeiten ist für einen Christen keine Schande. Wenn du dich in der Pfarre engagierst, wenn du läufst und ein Pfarrcafé organisierst, eine Aktion für Flüchtlinge, wenn du etwas tust, einen Flohmarkt veranstaltest, dann tust du etwas für Gott. Das ist wichtig. Arbeiten brauchen wir in der Kirche. Und wir sollten das auch hochschätzen, dass es so viele gibt, die arbeiten und die etwas tun. Wer für die Kirche arbeitet, tut viel. Wer für die Kirche betet, sagt Kardinal Tomaschek, tut mehr. Ohne Gebet, da ist die Arbeit wirklich in Gefahr, zu einem Aktivismus zu werden. Im 5. Jahrhundert gab es die Irrlehre des Pelagius, der gesagt hat, wir machen das schon, wir strengen uns an, wir brauchen dazu keine Gnade. Ich muss sagen, dass ich das heute oft finde, dass die Leute darauf vergessen, dass es Gott gibt, von dessen Hilfe letztlich alles abhängt. Der so oft zitierte Satz, wir schaffen das, oder amerikanisch gewendet, yes, we can, ist pelagianisch. Das ist eine Irrlehre. Wir müssen als Christen anhängen, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Wir brauchen Gott dazu und deshalb brauchen wir das Gebet. Wir brauchen das Gebet, denn ohne Gebet sind wir verloren. Und mit dem Gebet haben wir den mächtigsten Verbündeten, nämlich den allmächtigen Gott. Ora et labora, labora et ora, arbeiten und beten. Und Kardinal Tomaschek sagt dann ein drittes, wer für die Kirche leidet, tut am meisten. Man muss aufpassen, denn es gibt die Lehre der Mystiker, die Lehre der Heiligen. Unser Pater Wolfgang ist habilitierter Spezialist für spirituelle Theologie, ganz gescheit, Professor für spirituelle Theologie, Dozent an der Universität Wien. Und die Heiligen sagen immer, das Leiden soll man sich nicht selber suchen. Wenn Paulus schreibt in Kolosser 1, 24, ich ergänze in Freude, was an den Leiden Christi fehlt, an den Klipseis, an den Belastungen, dann ist das nicht ein Leiden, das ich mir lustvoll suche. Das musst du vielleicht auch gar nicht. Die Belastungen kommen. Im Alter kommen die Krankheiten und wir haben alle unsere Belastungen. In unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Arbeit. Die kommen von selbst. Und das Einzige, also wir Christen sind die einzige Religion, die dem Leiden einen positiven Wert abgewinnen kann. In keiner anderen Religion oder Philosophie hat das Leiden irgendeinen Wert, nur in der Religion des gekreuzigten Gottes, der seine Liebe im Leiden und Sterben erwiesen hat. Da hat das Leiden einen Sinn. Da bekommt das Leiden einen Wert, aber nicht aus sich selbst heraus. Deshalb kämpfen wir Christen auch gegen das Leiden. Wir wollen nicht, dass andere leiden. Wir krempeln die Ärmel auf und helfen den Ärmsten der Armen. Wir sind sozial engagiert. Wir bemühen uns, Krankheiten zu bekämpfen, Leiden in den Familien Frieden zu bringen und den Menschen psychisch zu helfen. Das ist ganz klar. Aber es gibt immer einen unaufarbeitbaren Rest. Wenn jemand im Kloster alt geworden ist, und wir haben gerade im Augenblick zwei so alte Mitbrüder, einer war mein Vorgänger als Leiter der Hochschule, unser Pater Augustinus, das war ein starker, vitaler Mann, ist euch bekannt auch in Sulz, weil er auch Pfarrer war. Der Pater Augustinus konnte auf den Tisch hauen. Er konnte aktivieren, er konnte organisieren. Jetzt wird er im Rollstuhl herumgeschoben.
und ist ein lieber greiser Opa geworden, geliebt von den alten Mitbrüdern. Darum sage ich, es ist so schön, wenn man im Kloster ist, weil da weiß man, wenn man alt ist, dann wird man von den Mitbrüdern geliebt. Das ist wirklich interessant. Wir haben fast zu wenig alte Mitbrüder, weil wir so viele junge sind. Ich sehe, wie sich die darum reißen, den Pater Augustinus dauernd um den Teich herumzuschieben. Ja, der hat gar keine Ruhe, weil dauernd will ihm wer was vorlesen und will lieb sein zu ihm und so weiter. Nicht? Aber das Einzige, was er jetzt im Alter dem lieben Gott noch hinhalten kann, das ist eben die Gebrechlichkeit, das Alter, das Leiden. Versteht ihr? Und heute feiern wir zwei Märtyrer, die dem lieben Gott genau das hingehalten haben. Nicht bloß im Altwerden, sondern eine brutale Form des Ermordetwerdens. Eine brutale Form des wehrlos sich jetzt eben dem Tod ausliefern. Am Samstag war ein Bischof aus Pakistan bei uns, erschütternd, was er uns erzählt hat, wie es dort den Christen in Pakistan geht. Wie er selbst nur jeden Sonntag in die Kirche gehen kann, indem er andere Wege wählt, weil er jeden Augenblick Angst haben muss, umgebracht zu werden. Diese Kirche der Märtyrer, die es in vielen islamistisch geprägten Ländern gibt, diese Kirche der Märtyrer, so hat er uns gesagt, ist aber stark. Sie ist stark im Glauben, weil diese Bereitschaft zur Hingabe, diese Leidensbereitschaft einfach auch eine Fruchtbarkeit bringt. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute auf zwei Märtyrer schauen, die vor 1700 Jahren gestorben sind und wir heute täglich Christen haben, nicht nur katholische Christen, auch aus anderen Konfessionen, Baptisten, aus Freikirchen, evangelische, die wegen ihres christlichen Glaubens, wegen ihres Glaubens an den gekreuzigten Heiland umgebracht werden, dann dürfen wir auch hoffen, dass auf das Christentum eine große Zeit zukommt, weil das Blut der Märtyrer der Same für neue Christen ist, weil die Liebe, aus der heraus Menschen das Leiden, ja den Tod auf sich nehmen, fruchtbar wird für die Zukunft der Kirche. Amen.